Hurra, hurra, die Amis sind da. Also einer, Damien Ryan, der sitzt da unten. Wenn ihr schon mal auf der Mille wart, habt ihr ihn vielleicht bei diesem Team gesehen. Bekannt ist er natürlich für LA Infamous, sein Team aus den USA. Zurzeit spielen sie da die NXL und das sehr erfolgreich. Ich habe mich mal auf den weiten Weg nach Limburg gemacht und wollte schauen, wie der Typ so als Coach ist. Neben dem Aufwärmen, das was typisch ist, hat der Typ ja auch noch einiges auf dem Kasten. Damien, wo sind wir eigentlich und was machst du genau? Alright, we're out here at Limburg Paintball and we did an Empire All-In Clinic. There was 13 people from different teams all over Germany and I think Sweden? Schweiz? That's how you say it? Switzerland! Switzerland! And there was a few Swiss guys out there. It was a real good day. We had a lot of fun, learned a lot of stuff, taught us the good stuff, and then we played a few Rickball games out here just for pure entertainment purposes. Es war ein großer Run auf die Pro-School gewesen. Wir waren 13 Leute. Eigentlich wären 15 gewesen, aber zwei mussten wegen Arbeit noch abspringen. Und die Leute waren happy. Sie hatten Spaß. Sie haben viel gelernt von Damien. Wir hatten auch Spaß hier auf dem Rackball-Feld halt gehabt mit ihm. Und es hat allen gut gefallen. Wir haben nur positives Feedback bekommen. Nach dem klassischen Aufwärmen ging es an den Markierer. Es wurde Snapshooten geübt. Manu a Manu. Damien hat jeden Spieler an jeder Deckung spielen lassen und hat sich das Ganze genau angeschaut. Im Nachhinein hat er die Spieler zu sich gerufen und einzeln analysiert, was sie nochmal besser machen können. So instead of, like, don't spaz out, just go slow, come out. You know, one ball. And just put it on target, because if that first ball's on target, you don't have to go fast or shoot more, because he's either in or dead, right? So when we do all these drills, start off slow, and as you do it 10, 15 times, the speed will just come naturally, you don't have to think about it. Ich glaube, Damien ist mit seiner langjährigen Erfahrung ein richtig guter Training. Er ist zumindest auf jeden Spieler sehr gut eingegangen. Was hält denn Empire von ihm? Ja, ich denke, mit Damien haben wir da einen ganz guten Part gefunden. Vielleicht bringt er noch den einen oder anderen Infamous-Spieler mal mit halt, weil er macht die Clinics sehr, sehr gut. Und ich denke mal, da wird es vielleicht noch die eine oder andere geben, ja. Ja, so lange müsst ihr gar nicht warten. Am 27.12. veranstaltet Damien Ryan wieder in Deutschland eine Pro-School. Unterstützt von ME geht es diesmal nach Porta Westfalica. Es sind bestimmt noch einige Plätze frei, also meldet euch schnell an. Ich fand diese Schule nämlich wirklich interessant. So, jetzt aber mal weiter im Text. Ich wollte von Damien wissen, wie wird man ein guter Paintballer, wenn man gerade am Anfang seiner Karriere erst steht? The biggest thing I can say to new players is, you go to field, everybody can buy a nice gun, you know, the newest stuff and look like a pro, but always try to play players that are better than you. It's only going to improve your game, it's only going to teach you things that you don't know, and as good as you think you are, you're never the best one out there. For you is the A? Yeah. Holy macaroni. What do you think I was saying? Because there's an X on that. What else? Oh! No! No, it makes sense. Okay, yes, the A, the A. Ja, das war mein Tag bei der Pro School mit Damien Ryan. Ich fand's sehr interessant. Der gute Mann spricht zwar leider nur Englisch, aber damit sollte ja irgendwie jeder zurechtkommen. Was ich interessant fand, wie gut und schnell er die Spieler analysiert und wie er erkennt, was sie besser machen können, um schneller und besser spielen zu können. Falls ihr also Interesse habt, meldet euch. Pro Schools sind für jeden was, denn man lernt nur von besseren Spielern.